Am 3. April 2000 habe ich mich infiziert. Gleich bei meinem ersten Mal. Meine Eltern konnten damit noch weniger umgehen als ich. Meine Freunde, die damals alles für mich bedeutet haben, weg. Die einen schneller, die anderen langsamer. Ich lebe. Mit meiner Krankheit. Aber ich lebe. Auch wenn mich alle behandeln, als wäre ich bereits gestorben.